Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir haben den 18. September 1863, Schlacht am Chickamauga oder wie man das auch aussprechen mag. Und let's go! Wir verfolgen Braggs Armee, der sich nach Süden zurückzieht. Unsere Armee wurde aufgeteilt, um ihn zu verfolgen und zu umzingeln. Teile unserer Armee bewegen sich jetzt über die Straße. Und dann wahrscheinlich auch über diesen Weg. Und die Straße, die zu Lees Gordons Mills führt. Hier wird das Cross unserer Armee treffen, um dann nach Chattanooga im Norden zu marschieren. Wir werden über die Lafayette Road vorrücken, deswegen müssen wir sie sichern. Und zwar bis zu diesem Bereich bei Oak McDonald has a farm. Hier, yo. Ich trinke noch mal meine Mischmasch. Hier, yo. Unsere Speer haben berichtet, dass Braggs Armee aus drei Hauptrichtungen kommt und bald den Chickamauga via Reed's Bridge und der Alexander Bridge passiert, denke ich. Sowie Daltons Theodore Forth überqueren wird. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er heute die Lafayette Road erreichen wird. Jo. Die Cumberland-Armee hat uns berittene Truppen zur Unterstützung geschickt. Mintys Kavallerie wurde abgestellt, um die Konföderierten bei Reed's Bridge aufzuhalten. Sie werden die Brücke in etwa einer Stunde überqueren. Alexander Bridge durch Wilders Lightning Brigade bewacht, die komplett mit Spencers Gewehren ausgerüstet ist. Wir müssen die Rebellen hier ungefähr 2 Stunden lang aufhalten. Gut, nicht, dass wir von hinten angegriffen werden. Das hätte ich nämlich damals machen müssen. Wir hatten damals das als Konföderierte schon mal gespielt. Und ich habe hier meine Leute zerrieben. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wenn wir den Einheiten, die wir hier hatten, einfach nach hinten gegangen wären. Gut, hier haben wir ja nicht viel. Was haben wir hier für Deckung? 82. Was offene Feld locken. Aber die sind dann im Wald, ist doch viel besser. Ich überleg's mir. Spulen wir mal ein bisschen vor. Tja, irgendwie passiert nichts. Ich weiß noch, ich hatte damals hier Einheiten hingestellt, um diese Brigade hier zu schwächen. Habe auch mit der Kanone drauf gefeuert, nachdem sie hier in Formation war. Und erst dann hatte ich sie hier angegriffen. Ich weiß noch, wir hatten hier auch einen Angriff durchgeführt. Ich weiß hier aber nicht mehr, wie die KI uns geärgert hat, weil das hier war auch eine Scheißsituation. Und ich weiß auch nicht mehr, wie viele Einheiten ich hatte. Aber ich glaube, es wäre sinniger gewesen, wie gesagt, da ein, zwei Einheiten hier runterzuschicken und die dann von hinten anzugreifen. Da kommen sie. Kanone, Feuer. Feuer. Lilly, Feuer.
Müssen sie noch die Kanonen basteln oder was? Jawohl, genau dahin schießen. Oh, da gibt es eine Einheit, die heißt Sweet. Oh, der hat das Wasser getroffen. Aber meine schießen ja auch echt bescheiden. Aber er rennt nicht rüber. Oh, der hat gesessen. Walkers Division verstärkt die Rebellen. Ui! Da hinten. Ja, jetzt nimmst du das hier. Wie ich damals. Unter Beschuss. Da ist auch der Walker. Mintis Kavallerie passiert was? Ach, der ist da. Ganz kurz. Sind das jetzt so wichtige Positionen? Ja. Kavallerie, was soll ich damit? Tja. Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Hector greift an. Da gibt es noch einen Wilson. Fuck you, die greifen mir alle an. Ach, komm mal wieder zurück. Schießt so viel, wie ihr könnt. Fuck. Ah, die sind einfach in der Überzahl. Los, verjagt sie, verdammt. Schießt sie sonst wohin. Scheiße, scheiße. Johnsons Division marschiert. Oh, Kacke. Ja, ich... Warte mal. Es sind auch ein paar. Fuck. Nee. Wir warten. Ja, haben die Brücke gesichert. Wir müssen diesen Ansturm überleben. Die laufen. Die laufen auch. So. Kavallerie! Aber wir haben die Brücke da unten wieder. Bloß diese Einheit nervt da jetzt schon. Okay, scheint erstmal ein bisschen gebrochen zu sein. Jetzt rennen wir zum Weg. Jetzt sind Einheiten durchgerutscht. Feuer!
Scheiße. Was kommt denn da alles, ey? Feuer! Feuer! 123. Krieg dich wieder ein, Junge! Es ist ja alles gelaufen. Oh, die Kavallerie rennt auch weg. Wir müssen nur aufpassen, dass die jetzt von hier nicht angegriffen wird. Aber es ist fast durchgerutscht. Weil die werden bestimmt hier gleich angreifen. Boah. Rennen gleich nach Hause. Die Schlacht habe ich hier verloren, hier in der Ecke. Das war's, die werden hier abgemetzelt. Captain Samuel Harris wurde getötet. Na, die ziehen sich zurück. Hey Jungs! Ich hoffe, dass sie nicht gleich hier angreifen. Ja, das war klar. Scheiße, jetzt greifen wir natürlich da an. Und warte mal, Pause, Pause, Pause. Wir haben die hier, ne? Kommt doch mal hier einfach runter. Dass wir wenigstens das eine halten hier. Ah, wo erstmal besser dahin. Scheiße. Los, 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 los. Der muss doch weg. Los, Männer, lauft. Oh, vielleicht hole ich den Punkt noch. Ne, Zeit ist abgelaufen. Scheiße. halten Sie an den Flussübergängen auf. Was? Achso, halten Sie an den Flussübergängen auf. Ich habe das Sie überlesen. Oh. Donalds und Theodors Ford wurden durch unsere bittere Briteninfanterie besetzt. Ihre Truppen müssen in Stellung gehen und die Forten gegen feindliche Angriffe halten. Es darf Bragg nicht gestattet werden, sämtliche Brücken vor Sonnenuntergang einzunehmen, da unsere
unterbesetzten Streitkräfte sonst von einem vorzeitigen Rückzug gezwungen werden. Sollte es uns gelingen, mindestens eine Brücke zu halten, können wir morgen in voller Stärke zum Angriff übergehen oder so. Darum ist, glaube ich, die Idee nicht verkehrt, dass wir jetzt einfach abhauen hier oben. Los, Männer, kommt! So, das waren die Punkte. Und jetzt kommt auch Heinrichs Truppen. Ja, wird spannend werden. Zwei Übergänge, das heißt, die Kanonen müssen hier hin. Heinrich muss dahin. Was wir jetzt nicht... hier müssen auch Einheiten hin, ne? Wenn wir das nämlich da verlieren, quasi... Ach, die kamen ja von hier unten, quasi. So, Männer, lauft. Seid ihr überhaupt für Männer? Ich muss gerade mal gucken, was Barclay ist. Barclay ist nichts. Dann würde ich sagen, Wallace, dahin. Und Devens, hierhin. Schäfer, bleibt mal dahin. Den Rest gucke ich mir gleich mal an. Oh, komm, zieh dich zurück. Na schade, ich würde ihn einfach zurückziehen lassen. Kanonen werden aber echt brauchen. Genau, nimm du mal die Position ein. Die Kavallerie kann ich gebrauchen. Komm mal hier entgegen, mein Freund. So, der lebt da auch noch. Fantastisch. Ich lasse den nochmal hier. Wenn die alle hier runterkommen, dann können wir den Punkt da oben wieder einnehmen. Wird das dann noch was? So, da haben wir zwei. Zum Glück möchte ich da noch einen haben. Die suchen den, ne? Oh, da haben wir was gefunden. Zurück. Zurück, zurück. Überlege, ob ich da Wickham zur Unterstützung mal schicke. Machen wir auch, komm. Ach, der ist in Flucht geschlagen.
greifen die von hinten an. Attacke! So, zurück. Dasselbe machen wir mit den anderen auch nochmal. Kommt von oben, war ja noch sehr viel. Oh, die armen Schweine, was die an Kilometer laufen müssen. Das sind ja auch echt noch über 2000 Mann hier, drei. Hauptsache ich sehe die Feinde von hinten rechtzeitig. Ja. Wickham ist im Stealth-Modus. Littles Division marschiert um Alexander Bridge, um sich was zu sichern. Ach du Scheiße. Wickham ist jetzt voll im Feindesgebiet. Feuer. Littles Division marschiert um Alexander, ja, das wissen wir schon. Los, Wickham, schieß nochmal. Ja, Sweet läuft. Das ist Sweet. Ah, jetzt greifen sie von da an, ist okay. Dann schicke ich euch dahin. Dann flankieren wir sie so ein bisschen. Ja, die werden gekillt, okay, gekillt und gejagt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht doof war, dass ich da eine Einheit weggeführt habe.
Ich lasse die jetzt quasi weglaufen. Ja, oder sie formieren gegen Wickham. Das kann natürlich jetzt auch sein. Darum versuche ich die Kanonen hinter Wickham wegzukriegen, damit wir vielleicht den Wald noch behalten können. Warte mal ganz kurz. Pause. Der lebt ja immer noch. Komm, wenn du noch lebst, darfst du dahin. Ich scheiße jetzt auf da oben. Kavallerie ist da. Ja, ist schon wieder weg. Okay. Upsidups. Da brauchen wir jetzt hier mal Schäfer als Backup. Und Heinrich so ein bisschen als moralische Unterstützung. So, weiter. Ja, vielleicht noch einmal drauf schießen, dann sind sie vielleicht Geschichte. So, die erste Einheit rennt davon. Genau, die Kanonen bitte auf den nächsten schießen. Oh, angekommen. Nein, nein. Wir weiter gegen die. Wir holen die uns schon. Ah, die flüchten weiter. Sie kommen. Und da kommen auch welche, okay. Ah, die werden flankiert. Scheiße, zurück, zurück. Wir haben zwar den einen auch zurückgeschlagen, aber zurück wieder in unserem Wald. Es kann sein, dass der eine jetzt auch durchgebrochen ist, hier rumläuft und dann oft auf die Nase kriegt. So. Ich versuch's jetzt einfach mal. Greife jetzt von der Seite an. Mit Wickham. Haben wir die ersten Verluste. Dann gehen wir noch ein bisschen in den Wald zurück. Ich höre Kavallerie. Auf und hoch. So. Dann wieder vor. Wo sind da? Holen wir ihn von der Brücke da. Weiter drauf schießen. Und halt. So, ab in den Wald. Ziehen uns hier zurück mit Wickham. Und da werden wir angegriffen. Aber die sind schon wieder tricky, schon wieder ein bisschen demotiviert. Läuft fantastisch.
Genau, eine Kanone da, eine Kanone da. Ich finde das absolut fair. Wie viel Deckung haben wir hier? 74. Oh, die sind auch bald da. Ah, endlich. So. Mann, oh Mann, dass die Einheit noch lebt. Hätte ich nicht gedacht. So. Obwohl der gerade nicht so motiviert war. Ich lasse Hector noch durchlaufen. Und wenn Grove so fast vorbei ist, greifen wir an. Welchen habe ich gerade? Ja, kannst dich da mal hinstellen. Ah, halt. Er läuft zurück, okay. Charge! Minty, los, hol sie dir! Los, 123. Okay. Da sind Kanonen auf einmal gegen. Okay. Das war doch schon mal nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break und ja, der nächste Tag geht weiter. Mal gucken, was der bringt. Hauptsache, ich muss ja diese Brücke nicht einnehmen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.